Regional, zuverlässig und fair. Strom- und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchseeon. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wir sind im Rathaus in Kirchsee und besuchen natürlich den Bürgermeister. Udo Ogl, das sind die Damen, das sind die heimlichen Chefinnen vom Bürgermeister. Sagt einmal schön grüß Gott. Er ist da drin, gell? Ja, der aber er hat eine Besprechung, ist mir gesagt worden. Ja. Echt? Abteilungsleiterbesprechung. Abteilungsleiterbesprechung. Grüß Gott! Ich habe auch noch nicht gemacht, dass wir einfach in eine Versammlung hineingeplatzt sind. Dürfen wir stören? Welcher ist jetzt da, der Herr Ockel? Das, er ist gleich aufgestanden. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Grüße Sie. Stören wir gerade? Nein. Nicht? Stören wir auch eigentlich fertig. Sie waren ja angekündigt. Ja, schon, aber trotz alledem. Wir haben es nicht ganz geschafft. Seid ihr fertig? Ja, leider, weil wir so viele Probleme haben. Ja, was habt ihr denn für Probleme? Grüß Gott, wer sind Sie? Neu, ich bin der Geschäftsleiter. Sagen Sie? Sie? Ich bin der Kämmerer. Der ist mit dem Geld. Ja. Aha. Und? Hat die Gemeinde was? Noch? Ernst, Bauamtsleiter. Der Bauamtsleiter? Das sind ja die ganzen Chefs. Ja. So, und was sind jetzt Sie? Lassen Sie mich überlegen, was fehlt noch? Kultur? Soziales. Fast. Genau. Ja, und da haben Sie einmal, dann setzt man sich zusammen. Das ist schon fix, ja. Und wir versuchen halt, dass jeder ein bisschen über den Tellerrand ausschaut. Nicht nur seine eigenen Probleme mit mir bespricht, sondern dass die Abteilungen halt hinterfragt. Oder interdisziplinär, darf man vielleicht sagen, in der Medizin, alle ein bisschen wissen, was im Haus so am Kochen ist. Und jetzt wisst ihr Bescheid, was ist jetzt gerade besprochen worden und beschlossen worden, Herr Bürgermeister? Also wir haben uns ganz kurz über den Haushalt unterhalten, weil wir mittendrin in der Haushaltsvorbesprechung sind, der Herr S. und ich. Und dann ging es um verschiedene Sachen, Wasserversorgung, von der Sozialabteilung über die Hortsituation haben wir kurz geredet. Verschiedene. Was steht denn an, großes, wichtiges für die nächsten Jahre? Sagen wir mal im nächsten Jahr, was muss gemacht werden, Herr Ockel? Also wir haben zwei ganz große Posten, die wir gerade jetzt wälzen. Das eine ist ein neues Kinderhaus, das wir bauen wollen. Das habe ich unten gesehen, ja, da ist der Bauplan da. Im Wettbewerb haben Sie das Ergebnis gesehen von dem Sieger. Das ist das, was wir sicher machen. Also das, denke ich, da haben alle Fraktionen auch einig. Und wir wollen oder müssen unsere Schule sanieren und aufstocken. Und das ist jetzt das, wo wir das große politische Thema eigentlich haben werden, machen wir das oder machen wir es nicht, weil das bedeutet für uns mindestens 4 Millionen Euro Kreditaufnahme. Und das ist für Kirchseeon eine extreme Summe, die wir uns sehr genau überlegen müssen, ob wir es machen. Aber das ist natürlich jetzt schwierig, was vorwegzunehmen. Ich denke, es gibt sehr gute Gründe, dass man es macht. Ja. Es gibt natürlich auch Gründe, die sagen, wir können es uns nicht leisten, aber meine Investition in die Bildung, das ist zurzeit natürlich das Thema. Man muss ja schauen, was bleibt, gell? In 3-4 Jahren, es geht ja auch durchaus in Bildung, muss investiert werden die nächsten Jahre. Ja, und es geht ja auch um Brandschutz, es geht um energetische Sanierung und das sind Themen, die sich ja nicht von selber erledigen, wenn wir jetzt sagen, wir schirmen es. Aber wie gesagt, das werden wir sehr intensiv behandeln und das wird uns beschäftigen. Wer ist er denn so als Chef, als Bürgermeister? Ah, Sie sind als erstes gefragt vom Sozialen. Ja, völlig okay. Ja, völlig okay. Das ist ein Urteil, mit dem kann der Bürgermeister leben. Schwitz, ja. Ich frage da nur rechts, Unti. Völlig okay. Völlig okay. Also nichts gesagt, das klappt genug, oder? Ja, nach dem Motto geht's. Ja? Nein, ich glaube, dass wir ganz eine gute Zusammenarbeit pflegen und ein sehr offenes Verhältnis auch. Das ist jetzt meine Meinung, aber wir müssen es jetzt die Herren fragen, wenn es ganz privat beieinander ist. Ich rede mit Ihnen, Herr Ockel. Wer ist denn so als Bürgermeister? Ist es schön in Kirchseeon als Bürgermeister? Ja, mir gefällt es sehr gut. Sind Sie ein Gebürtiger? Nein, ich bin nicht einmal ein Wohnhafter. Das gibt's doch nicht. Und Sie sind gewählt worden? Ja. Weiß ich nicht, ich habe das schon mal. Wo kommen Sie denn grundsätzlich her? Ich bin aus Assling. Assling. Und wohnen in? Ich wohne auch in Assling. Aha, naja. Aber das haben Sie schon gewusst. Ja, nein, das muss ich natürlich. Ja, diese Frage muss natürlich erlaubt sein. Aber es ist ja klar, ist es aber auch vielleicht schön, dass man da manchmal aus dem Arbeitsort hinausfährt, um frisch und fromm und frei morgens wieder in den Arbeitsort zu fahren, damit man auch ein bisschen was da lassen kann vom Kopf her. Ja, also ich glaube, dass für mich jetzt, was das so geht, keinen Unterschied macht, weil ich Gott sei Dank relativ gut abschalten kann. Das denke ich, muss man auch. Aber natürlich, manche Themen nimmt man mit heim und überlegt man sich auch einmal, vielleicht in der Nacht wacht man auf, denkt dann irgendwas, aber ist relativ selten bei mir, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann das schon ganz gut trennen. Ich sage immer so einen Spruch, ich wohne in Assling, aber lebe in Kirchseeon. Und anders, glaube ich, kannst du das auch nicht machen, wenn man Bürgermeister ist, dann kann man nicht
um 4 Uhr heimfahren und dann interessiert einen das nicht mehr, was in der Gemeinde, wo man Bürgermeister ist, passiert. Sondern man nimmt hier am örtlichen Leben teil und engagiert sich da natürlich auch in einer Art und Weise, wie man es in seiner Heimatgemeinde dann nicht mehr kann. Und ich habe oft ein Beispiel, das ich immer erlebt habe, wenn ich jetzt an unser Bürgerfest hier zum Beispiel denke. Die Feuerwehr steht am Stand, verkauft Bier und Brotzeit. Wenn ich da in den Stand reinschaue, dann kenne ich 90% von denen Burschen. Mhm. Und wenn ich mal die Zeit habe, dass ich bei uns daheim aufs Bürgerfest gehe, was meistens nicht geht, weil wir fast immer parallel bei uns in Egerhating Dorffest haben, dann kenne ich 10% von den Leuten, die da hinten am Tresen stehen. Mhm. Also das ist für mich immer so ein Argument, wo ich sage, man hat sich einfach total umorientiert. Meine Familie ist da daheim, ich schlafe da auch und arbeite da, wenn ich am Haus was mache. Aber mein eigentliches Leben findet in Kirchsiern statt. Habt ihr alle zugehört? So ist es als Bürgermeister hier in Kirchsiern, gell? Aber es ist natürlich ungewöhnlich, das ist klar. Das war auch bei der ersten Wahl schon so, dass das nicht einfach war, den Leuten zu erzählen, jetzt bist du gar nicht da daheim und möchtest Bürgermeister werden. Ja. Ich denke aber, dass auch, ich bin ja dreimal relativ knapp gewählt worden. Ich bin zweimal durch die Stichwahl gegangen und beim letzten Mal knapp halt nochmal gewählt worden, ohne Stichwahl, wobei das ja nur eine gegeben hätte, waren nur zwei Kandidaten, da hätte man ja genau das gleiche Ergebnis gebraucht, also ja. Das war sehr unwahrscheinlich, aber es waren jetzt keine Erdrutschsiege, sage ich mal, aber ich bin als erster dreimal gewählt worden in Kirchsiern, es hat in der Gemeinde Kirchsiern und ja auch in der Gemeinde Egerhating, was vorher war, noch nie einen Bürgermeister geben, der länger als 12 Jahre im Amt war. Zuletzt aber noch gefragt, also ich meine, wenn man dann, das erzählen viele Bürgermeister dann doch außerhalb von anderen Ortschaften, wenn sie also auch in dem Ort leben, ist es natürlich so, man kommt dann jetzt zurück, weil dann gehst du heim auf der Straße, sagt der Nächste, du, pass auf, das mit dem Baugrund und du, pass mal schnell auf, du, ich müsste mit dir nur kurz reden. Das hat ja auch Vorteile, dass man sich da ein bisschen auch abgrenzen kann. Ja, gut, ich sage immer, wenn ich daheim bin, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Rasenmähen bin oder ich mache irgendwas im Garten oder arbeite oder bin direkt im Haus, dann nimmt ja der Kirchsierner, selbst wenn das hier stattfinden würde, auch nicht teil. Und einkaufen komme ich sowieso fast nicht dazu, das macht meine Frau. Gott sei Dank. Meine Frau zum Beispiel, die sagt, ihr ist lieber so, weil sie nicht sich in mein Amt einbinden lassen möchte, in der Form, dass jetzt jemand sie über geschäftliche Dinge von mir was fragt und sagt, oh, sagst du mal dein Mo, das soll sich mal bei mir ums Baum kümmern. Da war es keine Wahlkampfhilfe für mich, glaube ich, weil sie da eher sagen, da kümmern Sie sich da bitte mit meinem Mo drum. Das ist auch Ihr Beruf, das gehört sich auch so. Deswegen sage ich, für meine Frau ist die Situation so besser. Schauen wir mal, wie die Situation wird, wenn er dann sagt, jetzt macht er keinen Bürgermeister mehr, aber jetzt bleibt das ja erst einmal, gell? Ja, okay. Jetzt sind wir es einmal noch für 5 Jahre. Ja, es ist nur eine Zeit, was zu tun ist. Meine Herren, wenn Sie also noch eine Abschlussbesprechung und ein Abschlussurteil fällen wollen, dann tun Sie dies jetzt, das Fernsehen ist jetzt wieder weg. Ja? Habt ihr schon? Ja, freilich, Kirchsiern war wunderbar und wir backen es jetzt und verlassen Sie im Sonnenschein, dass Sie noch ein bisschen was arbeiten können für die Gemeinde, gell? Bleiben Sie sauber, Herr Bürgermeister. Moi, danke, wiederschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchsiern. Wechseln auch Sie.